muss ich mein Visa noch beantragen und dachte so, naja, das kann ich ja mit euch zusammen machen. Und da schauen wir jetzt mal, wie wir das irgendwie geregelt bekommen, gell? Hallihallo, meine Lieben, und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und eigentlich kann ich die Bombe ja gleich platzen lassen, denn ich habe heute meinen Flug gebucht. Yay! Ich freue mich mega. Und oh, I'm so sorry, mein Tisch. Und ja, genau, ich bin so glücklich. Ich fliege am 12.08.2020. Ich wollte eigentlich schon am 10. fliegen, aber das Angebot ging da nicht mehr, weil ich da zu lange gewartet habe. Genau, und dann habe ich jetzt halt 2 Tage später einen. Und ja, ich fliege von Frankfurt nach Doha und von Doha nach Auckland. Und rückwärts habe ich bis jetzt von Kuala Lumpur nach Doha und von Doha nach Frankfurt. Allerdings ist es im Moment noch so. Doppelkinn ist auch am Fliegen. Besser. Es ist und zwar ist es im Moment so, dass ich ein Flugticket habe, wo ich den Rückflug am 10.1., nee, am 11.1.2021 antrete. Allerdings werde ich das natürlich nochmal verschieben, weil ich ein bisschen später fliegen möchte. Und die können aber ja nur 11 Monate im Voraus buchen. Und genau. Ich bin ja nicht so ein bewanderter YouTuber, weshalb ich auch nicht hinkriege, obwohl ich jetzt schon mega lang daran sitze und versuche, eine Bildschirmaufnahme von meinem Desktop zu machen. Aber das will alles nicht so, wie ich das will. Deshalb machen wir das ganz anders und ich zeige euch das, indem ich euch einfach vor den Laptop stelle, der übrigens unter mir ist, ja, da. Und genau, dass ich dann halt euch das so zeige, weil ich wollte euch wenigstens mal die Seite zeigen, über die ich fliege. Und ich muss halt auch noch mein Visa beantragen, weil das kann ich jetzt. Ich habe nämlich meine Reisepassnummer und das alles bekommen. Auch wenn ich meinen Reisepass auch noch nicht habe. Aber ja. Und genau, dann wollen wir mal sehen, wie das sich jetzt so entwickelt. Und dann zeige ich euch mal, wie das alles so läuft. Genau. Naja, gut, es ist jetzt nicht so optimal, aber besser als gar nichts. Wie ihr also hier sehen könnt. So, genau, ist das die Seite backpackerpack.de. Und eigentlich interessiert uns dieser ganze andere Mist hier nicht, sondern nur die Open Return Flüge. Und dann kommt ihr auf diese Seite hier. Und dann scrollt ihr ein bisschen runter. Und dann kommen wir hier bei Open Return Tickets Australien und Neuseeland an. Und wie ihr seht, gibt es dann hier 5 verschiedene Flugspecials. Ich wollte eigentlich erst mit dem ersten Flugspecial fliegen. Da ist aber der Zeitpunkt erst der 24.04. und da wollte ich nicht fliegen. Ich wollte schon ein bisschen früher. Deswegen habe ich das Flugspecial 4 mit Qatar Airways genommen. So, dann gehen wir mal drauf. Genau. So, Qatar Airways gilt ja als eine mit der besten Airlines, die es ja gibt. Und wie ihr seht, fliegt man halt auch mit denen, ist ja klar. Abflugort ist Frankfurt oder München. Dann kann man sich den Ankunftsort auswählen und den Rückflug. Bei mir ist es so, dass ich meinen Rückflug von Kuala Lumpur, wie gesagt, eben jetzt schon dann antreten möchte. Und genau, man kann sich hier die Strecke auch beliebig selbst zusammenstellen. Man hat ein 12-monatiges Flex-Ticket und bis zu 37 Kilogramm Gepäck frei, was ich nicht brauche. Und genau, ich fliege über Doha, aber nicht mit dem Stopover hier, weil den kann man dazu buchen, aber das habe ich, also ich bin nur da als Zwischenlandung. Und dann seht ihr hier unten auch den Preis. Hier. Und zwar sind das die 1249 Euro. Ich habe jetzt 1269 bezahlt bei meinem Flug und da habe ich aber nochmal 29 Euro dazu gebucht für
so eine Reiserücktrittsversicherung. Genau, dann könnt ihr hier dann jetzt eure Fluganfrage starten. Ich habe das per E-Mail gemacht, weil ich mit denen im E-Mail-Verkehr schon früher mich unterhalten hatte, weil ich noch so einige Fragen hatte. Genau, und dann, was vielleicht auch noch sehr wichtig ist, man kann hier auch Versicherungen abschließen, was ich aber nicht mache. Ich mache das über, oder unser Versicherungsmensch macht das. Und dann gibt es hier dieses Starterpaket. Und das gibt es auch wieder für verschiedene, ja, für verschiedene Standpunkte, weil die ja nicht nur Neuseeland und Australien im Programm haben. Und dann gehen wir auch hier wieder ein Stück runter und dann kommt hier schon Starterpaket Auckland. Und dann gehen wir auf mehr Infos. Natürlich könnt ihr das für jedes beliebige andere auch euch durchlesen. Ich wollte euch aber das zeigen, weil ich meine, das ist jetzt das, was für mich gilt. Und zwar Vor-Ort-Paket. Genau. Und dann kann man hier erkennen, was alles inklusive drin ist. Und das wäre jetzt hier der Flughafentransfer, 3 Übernachtungen und 3-mal Frühstück, dann mehrstündige Infosession und dann hat man halt auch Jobvorschläge, mal pro Woche eine neuseeländische Postadresse, die helfen, das Bankkonto zu eröffnen, Steuernummer anzulegen, nochmal Bewerbung zu schreiben. Man kriegt auch eine Handykarte und genau, man kann seine Post aufbewahren lassen bis zu 12 Monate. Hat einen persönlichen Ansprechpartner, immer kostenlos WLAN und sowas oder PC in den Büros in Auckland oder in dem Büro, ist ja nur ein Büro. Und man kann halt 24/7 ist halt einer für einen da. Und genau, dann kann man hier unten dann auch wieder den Preis einsehen, das sind 389 Euro. Also ja, ich habe ein bisschen was an Geld dagelassen, aber immer noch günstiger, als wenn ich es andersweitig getan hätte. Genau. Und das ist im Moment erstmal das Starterpaket und mein Flug. Ja, ich weiß, dass es wirklich nicht die optimale Qualität jetzt ist, aber ich dachte mir besser als gar nicht zu zeigen, wo ich meinen Flug gebucht habe. Und ja, mit denen habe ich, wie gesagt, jetzt schon längere Zeit geredet, um halt ein passendes Flug-Special für mich halt so ein bisschen zusammenzupacken, weil das ist halt so, die ja, die bereiten halt so einen Flugplan vor und sprechen das mit der Fluggesellschaft ab und reservieren sozusagen dort Tickets. Und da muss man innerhalb von 2 Tagen antworten und ich hatte Freitag, das war mein 2. Tag, hatte ich geantwortet, aber anscheinend nicht schnell genug und deswegen war das Flug-Special halt am 10. schon weg. Es wäre halt dann nicht derselbe Preis gewesen, nicht für diese 1269 Euro. Und das wäre halt dementsprechend teurer geworden. Weshalb sie dann gefragt haben, ob es in Ordnung ist, dass ich auch am 12. erst fliege. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, ist ja kein Problem, ob ich jetzt die 2 Tage jetzt noch länger dranhänge. Meine Güte, die werde ich wohl verkraften können. Und außerdem habe ich dann noch mal ein bisschen Zeit, weil, wie man ja weiß, komme ich am 7., 8. erst aus meinem Praktikum raus. Und ja, genau. Und dann habe ich jetzt, oh, wann war das? Irgendwann an der Arbeit. Ich mache viel an der Arbeit, wenn ich Langeweile habe. ja, ich habe auf jeden Fall jetzt irgendwann meinen Account angelegt und zwar auf der neuseeländischen Dingsbums-Seite, wie heißt das? Immigrationsseite, genau, um mein Visa zu beantragen. Und wie das Wunder so will, habe ich das auch noch nicht gemacht, weil ich meine Nummer und mein Ablaufdatum und Ausstellungsdatum so vom Reisepass noch nicht hatte. Fun Fact, ich war vorhin bei denen, um das halt zu bekommen, weil ich das halt jetzt noch für den Flug auch brauchte. Und genau, da habe ich das jetzt praktischerweise auch. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder so dunkel wird. Eben, das war so krass. Ich sitze hier so, mit einmal sehe ich so fast gar nichts mehr, weil übelst die Wolke hier drüber war über unsere Straße. Gut, egal. Und auf jeden Fall, genau, muss ich mein Visa noch beantragen und dachte so, naja, das kann ich ja mit euch zusammen machen. Und da schauen wir jetzt mal, wie wir das irgendwie geregelt bekommen, gell? Okay, das ist jetzt die Visa-Seite. Und genau, über die das jetzt alles läuft. Und dann kann man hier unten verschiedene Visa auswählen, halt Study, Work, Live permanently, Join Family, Start a Business or Invest. Man kann aber auch auf Apply vorgeben
Und dann habe ich eingegeben Working, Holiday, falsch geschrieben, Holiday Visa. Gut, genau. Und dann kommen hier oben nämlich die verschiedenen Orte, wo man das halt beantragen kann. Und da habe ich mir dann natürlich Germany Working Holiday Visa ausgewählt. Und dann kann man hier unten gehen auf View Details und Apply. Und dann bekommt man, ist es halt natürlich alles auf Englisch, man bekommt dann hier sozusagen die Info, die man halt benötigt. Genau, und dann stehen dann hier halt so Informationen, wie dass man mindestens 4.200 neuseeländische Dollar halt bereitstellen muss und das halt nachweisen muss mit so einer beglaubigten Kopie. Und genau, dann steht hier, es ist open, you can apply online now. So, das heißt halt, dass man im Moment dafür halt eben einen Antrag stellen kann. Dann stehen hier halt noch so Sachen, in welchem Alter man das haben darf und halt noch so wichtige Dinge. Und dann kann man hier unten drauf gehen auf Check Criteria und auf Apply Now. Und das machen wir jetzt aber nicht, weil ich bereits registriert dafür bin und auf den Login gehen kann. Man muss sich dann halt sozusagen einloggen und genau, dann kann man hier drauf gucken. Und dann ist hier unten Working Holiday Visas. Login or create account. Und da ich schon eingeloggt bin, also noch nicht eingeloggt bin, aber schon bereits ein Konto erstellt habe, genau, kann man dann jetzt hier, also nicht wundern, das heißt Working Holiday Schemes. Weiß ich auch nicht warum. Ist aber halt einfach so. Bei uns fegt gerade übelste Kanne der Wind durch, weil es ist ja hier Sturm Sabine am Start. Nur nicht, dass ihr euch wundert. Genau, und jetzt muss ich meinen Username und mein Passwort eingeben. Das mache ich aber schnell mal alleine, weil ist ja schließlich mein Konto, gell? So, und dann sieht das Ganze so hier aus. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn mein Handy endlich bessere Qualität hat. Aber genau, dann steht hier mein toller ganzer Name, ja, so heiße ich, Jermaine Tamara Marianne Bauer. Und dann habe ich hier jetzt schon einen Antrag angefangen und der ist ja noch bis jetzt nicht komplett vollständig. Und dann werde ich jetzt hier mal drauf gehen. Und dann muss ich hier jetzt so Sachen ausfüllen. Dann muss ich halt hier oben Personal Details, Identification und Occupation Details und dann Health Character and WHS Specific. Und wie gesagt, ist bis jetzt auch noch alles ein rotes Kreuz, weil das noch nicht wirklich ausgefüllt ist. So, warum hat das Video abrupt an dem Teil aufgehört? Weil das alles für mich viel schwieriger ist als gedacht. Denn ich darf jetzt nach Frankfurt zu einem Arzt fahren, um ein scheiß Röntgenbild von meiner Brust machen zu lassen, damit ich nachgewiesen wird, dass ich keine Tuberkulose habe, damit ich einreisen darf. Darf man eigentlich keinem erzählen, wegen einem Röntgenbild. Und es gibt in Deutschland nur zwei Ärzte, die das durchführen dürfen für die Emigration. Und das ist einmal in Frankfurt und einmal in Berlin. Finde ich gerade nicht so geil. Das heißt, es zögert sich alles nach hinten. Ja, ich denke mal, ich werde den Rest jetzt für mich noch ausfüllen und dann war's das erstmal, weil ich ja das Visa nicht weiter beantragen kann, bis ich halt dieses scheiß Zeug halt habe. Ja. Toll. Ich war so glücklich. Es ist krass, es sieht da hinten alles so dunkel aus, weil ich habe meine Rollläden runter unten. Oh. Warum muss es eigentlich immer nur alles schwer sein, wenn es auch einfach gehen würde? Warum war ich 3 Monate, länger als 3 Monate in Malaysia? Ach Mann, ich fasse es nicht. Gut, dass ich mich so früh damit beschäftigt habe. Naja,
Auf jeden Fall bin ich natürlich glücklich, dass ich meinen Flug jetzt gebucht habe und dass das jetzt alles so hingehauen hat. Wenigstens eine Sache, die läuft. Ja. Naja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwie noch nach Frankfurt komme. Natürlich sind die heute nicht mehr erreichbar, sondern erst morgen wieder. Das heißt, ich rufe da morgen an. Wow. Toll. Naja. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, bin mal gespannt, wie das jetzt alles wird. Bin jetzt mal gespannt, wie das mit Frankfurt wird. Super. I'm on duty. Auf jeden Fall halte ich auf dem Laufenden und sage euch dann Bescheid, wie alles so läuft. Und ansonsten gibt es dann ein Video zum My Trip to Frankfurt. Ja. Naja, gut. Kann man nicht ändern. Ja, naja, die Woche hatte ich noch meine Vorbereitung für mein Kolloquium und wir treffen uns auch morgen nochmals. Wir haben jetzt Montag und Dienstag getroffen. Also heute ist Dienstag und morgen Mittwoch treffen wir uns auch nochmal. Und ja, also von meinen Ferien habe ich eigentlich so gefühlt nichts. Donnerstag arbeite ich, Freitag habe ich mal frei. Samstag und Sonntag tatsächlich auch. Aber, oder? Ja, doch. Ja, und Montag habe ich dann mein Kolloquium. Booyah! Also von meinen Ferien habe ich wirklich nicht viel. Also gut, es sind auch keine Ferien mehr, davon abgesehen. Naja, ich hoffe, mein kleines Update, by the way, hat euch hier gefallen. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen zum Werdegang wegen den Flugtickets oder so habt oder zu Backpacker Pack an sich, dann stellt sie mir doch gerne in den Kommentaren oder einfach so. Und genau, dann sehen wir uns dann beim nächsten Video. Okay? Bis dann.